Was passiert hier? Aufstände. Überall. Das ist dein Werk. Schön mutig von dir, so in den Palast des Herrschers einzubrechen. Mir gefällt nicht, wo das hinführt. Aber du hast ja mich dabei. Kleine Figur einer Frau. Okay, was bringt uns jetzt die kleine Figur einer Frau? Jemand hat eine einfache Steinfigur gemeißelt. Das sind Informationen, die wir brauchen können. Jetzt glaube ich einfach nur wieder runter. Da klippt die Grafik. Klippe die Clip. Das geht mir hier lang. Das sind so die Szenen, die dann auch wirklich schön sind. Ja, also die Grafik, finde ich, ist wirklich sehenswert. Ja, ich vermute, dass wir irgendwie in Australien sind oder so, weil Wombats, genau, das sind nämlich Wombats, diese Murmeltiere. Und ja, die gibt es glaube ich auch in Australien, ich bin nicht sicher. Waren das Freunde von dir? Gefangen genommen von den Tempelwachen? Nee. Tja, waren das Freunde oder waren es so welche, die man genutzt hat, sozusagen? Um seine eigenen Zwecke zu erfüllen. Denn die Tür ist ja auf. Kalani-Totem. Was ist ein Kalani-Totem? Kalani-Symbol in einem Stein gemeißelt. Sieht aus, als wären wären ihre Leute hier gefangen gehalten worden. Aha. Ich bin, glaube ich, Kalani. Glaube ich. Ganz überzeugt bin ich davon noch nicht, aber glaube ich.
la la. Okay, da wäre ich mal vor, ich würde schon kommen. Gut machen. Ah, da ist unser Mann. Kleiner Steinjunge. Lass mich raten, irgendjemand hat einen Steinjungen gemeißelt, kommt jetzt als Info, ne? Jemand hat eine kleine Figur eines Jungen gemeißelt, vielleicht für einen Verwandten. Juhu, du hast die Frage wieder richtig beantwortet. Hahaha, ich wusste vorher schon, was es ist, ne? Du bist ein Gedankenleser. Ich bin allwissend hier. Aha. Kleine Medizinflasche. Wird ja immer kleiner hier. Diese Flächen wurden für Medizin benutzt. Vielleicht war dies hier eine Art Krankenstation. Ich liebe diese Informationsvielfalt hier in diesem Spiel. Dieser Palast ist atemberaubend, nicht wahr, Wolf? Wie viele Menschen es wohl brauchte, ihn zu errichten? Überbleibsel eines Musikinstruments. Wieso kannst du die Gedanken lesen, wirklich? Eigenartiges Gebilde könnte ein Musikinstrument gewesen sein. Super. Ich finde die Weitreichigkeit der Informationen hier teilweise wirklich Wahnsinn. Hätte ich das nicht gewusst, ja, dann würde mir mein Leben etwas fehlen. Ernsthaft. Hier geht es aber auch weiter. Wir sind im Thronsaal. Unglaublich, dass ich zurück bin. Ja, ich würde auch sagen, ich gehe nochmal zurück, weil da hinten ging es nämlich auch weiter. Es ist halt die Frage, ne, wo jetzt das Spiel weitergeht. Nein, hier geht es nicht weiter. Das scheint eine Sackgasse zu sein. Kleine Figur eines Mannes. Ja, schon wieder klein. Jemand hat hier eine kleine Figur eines Mannes gemeißelt. Wenn ich so eine Info noch einmal lese, dann ich alles. Hat man schon. Wird noch ein Kind wahrscheinlich. Wahrscheinlich haben wir das schon übersehen, weil das von der Position her vorher war. Aber so ist es. Da ist noch was. Ich habe die Frage, geht's hier weiter? Schauen wir uns noch was um. Ich verstehe das schon, wenn ich mich unbedingt auskicken will. Kann das sein?
Ja. Ich warte ja auf den Moment, wo ich in die Grafik reinfalle, ehrlich gesagt. Bei den guten Klippenschützern, die wir hier eingebaut haben. Ob das wohl das Mädchen ist? Eine kleine Figur eines Mädchens. Ich will es nicht lesen. Jemand hat eine einfache, kleine Figur eines Mädchens gemeißelt. Vielleicht ein Freund oder Verwandter. Weißt du, du mich ganz langsam mit deinen kleinen Figuren und Mädchen und Frauen und irgendetwas. Das ist einfach, ne? Also ich meine, das ist, ja, das ist einfach. Es ist einfach. Da ist noch was, da ist noch was. Noch eine Figur, ein Baby wahrscheinlich. Amulett mit der goldenen Sonne. Ein Baby fehlt noch. Papa, ein Baby fehlt noch. So. Ein Sonnenamulett, dem Heiligtum nachempfunden. Sieht ziemlich kostbar aus. Ja, da haben wir das schon gerne. Ich finde kostbare Sachen. Ich kaufe das. Ja, das ist das erste Mal, dass wir in einem Level-Teil sind. Genie, komm her. In einem Level-Teil sind, wo es keinen Ausgang gibt. Thank you.
Stadt war das. Das wage ich zu bezweifeln. Das ist hier die Frage, wer war hier der Böse? Ne? Ich meine, sie ist nicht in den Himmel gekommen. Das war, glaube ich, nicht ohne Grund so. Sind wir angekommen. Ist dir eigentlich klar, was du getan hast? Deine Revolution kostete uns unsere Stadt. Warum sollte ich dir überhaupt helfen? Warum? Du hast bekommen, was du verdienst. Lass mich einfach in Ruhe. Ja. Dass es dir jetzt leid tut, ändert nichts. Vielleicht bin ich so gestorben. Durch deine Hand. Die Stadt des Lichts sei dir für immer verwehrt. Okay. Genie! Geht Genie? Genie ist sauer auf uns, weil wir die Stadt zerstört haben. Okay, das Spiel ist eben noch nicht zu Ende. Was, Genie? Laufe doch hinterher. Nein, wir gucken uns erstmal um. Genie läuft schon sich weg.
Hier kommen wir nicht raus. Ja, denke ich auch, aber ich weiß ja, dass Entwickler schon mal mistig sind. Das glaube ich nicht. Also wenn er zuhört, dann hat er ja meine Kritik schon gehört. Dem habe ich auch nichts mehr hinzuzufügen, weil an sich das Spiel wirklich gut gemacht ist. Also das muss man ganz klar sagen. Also es hat seine Macken, ganz klar. Es ist ein Erstlingswerk. Ja, da macht man Fehler, da muss man Erfahrung sammeln. Ja, da muss man sicherlich auch Aufmerksamkeit sammeln und Geld sammeln, ne, für das man halt andere Projekte verfolgen kann. Also von daher, die Fehler seien verziehen. Ganz klar. Da haben wir anderes schon, Schlimmeres auch schon von größeren Programmierhäusern gesehen. Also von daher, da wollen wir jetzt gar nicht mal das Ganze zu übel nehmen. Ja, bei Ghost Raccoon zum Beispiel, genau, richtig, wo dann in der Winterlandschaft generell das Spiel abstürzte. Ja, und man gar nicht in dieser Winterlandschaft spielen konnte, obwohl diese Winterlandschaft spielrelevant war. Ne? Und das war von Ubisoft, und das war ein großes Programmierhaus. Das ist absolut recht, Alea. Das ist ein sehr gutes, passendes Negativbeispiel. Ich glaube, wir kommen hier nicht rein, habe ich so das Gefühl. Ja, der ist korrigiert. Wir haben es jetzt zu Ende gespielt. Die drei Folgen sind noch online. Falls es euch interessiert, wir haben Ghost Raccoon zu Ende gespielt. Also von daher, da gibt es jetzt eine Folge 100, 101 und 102. Das ist dann das Ende von Ghost Raccoon. Das werden wir auch nicht mehr weiter verfolgen, denke ich. Da ist jetzt zwar irgendwie noch eine Episode 2 jetzt rausgekommen, ne, aber das glaube ich nicht, dass wir das nochmal anpacken. Ja, irgendwann ist es einfach gut. Das ist halt auch so momentan so ein bisschen so bei Scum mein Gefühl. So langsam nähert man sich einen Punkt, wo es einfach mal gut ist. Aber ich meine, man findet immer noch so kleine Highlights und deswegen spiele ich es halt immer noch weiter. Knochenflöte, ein Musikinstrument, handgefertigt aus Tierknochen. Die Tonfarbe jedes einzelnen war vollkommen einzigartig. Ja, logisch. Weil ja alles handgefertigt war. Natürlich alles. Das ist echt, ja. Man findet keine Pilze. Keine Pilze. Ich würde gerne mal rauchen. Keine Pilze. Und dabei gerne Pilze gebrauchen. Ja, Zini ist sauer. Zini ist weggeflogen. Ich denke, das ist unser Ziel bei dem Spiel sozusagen, uns mit Zini wieder zu versöhnen, egal wer Zini ist. Das werden wir mit Sicherheit auch noch rausfinden. Wer denn genau Zini ist? Das habe ich jetzt gerade genau auch dran gedacht, dass eventuell Zini in Wirklichkeit ihre Freundin ist, die sie ja eigentlich mit dieser ganzen Aktion rächen wollte. Dass die Freundin quasi jetzt so sagt, so, ich bin eigentlich überhaupt nicht mit der Aktion einverstanden gewesen. Und das könnte ich auch sehr gut nachvollziehen, denn sie hat, glaube ich, mehr Leid dadurch verursacht, als es eine Rache wert gewesen wäre, zu verursachen. Hier summt es irgendwie, keine Ahnung, aber hier ist gar nichts. Seite noch mal gucken. Nee, von hier sucht es nicht. Ich suche nur von der anderen Seite. Aber hier ist doch nichts. Also. Man kann ja ewig suchen, aber das machen wir ja dann doch nicht. Ich will ja euch auch nicht zu tun langweilen. Sekunde, was ich wohl mal machen könnte. Ich will euch nicht zu tun langweilen, aber. Fällt mir gerade was ein. Und zwar kann ich doch mit meinen Schnüffeldingen einsetzen.
irgendwas ist hier, aber keine Ahnung, wo das sein soll. Machen ja quasi erst zu mehreren. Dadurch, dass ich ihn berühre. Wenn das der Grund für deine Verbannung ist, glaube ich nicht, dass du jemals Erlösung finden wirst. Du hast das sicher nicht gewollt, aber deine Revolution führte doch zu all dem. Aber vielleicht verdient jeder eine zweite Chance. Komm, wir sind ein Team, du und ich. Ich denke, ich weiß, was zu tun ist. Es gibt einen Ort, an dem sogar du Erlösung finden könntest. Der Sonnentempel. Hoch oben im Gebirge. Wo unsere Urahnen der Stadt des Lichts so nahe gewesen sind. Gut. Oben, über allem, was auf Erden lebt. Ja. Wenn wir es dahin schaffen, kannst du bestimmt um Vergebung bitten. Was dir wohl nach dem Gefecht im Palast zugestoßen ist. Das ist die große Frage. Aber die sie Frage müssen dich mit allem, was sie hatten, gejagt haben. Ist ja gut. Aber die Frage, die stellen wir uns erst in der nächsten Folge von Lost Ember. Also schaltet morgen wieder ein. Wir nähern uns dem Ende. Ihr merkt es. Also bis dann. Tschüss.